Hallo, guten Tag, mein Name ist Michael Werkmann. Ich zeige hier mal in diesem Video, wie das eigentlich unmöglich ist, vernünftig an einem Gasgerät Wartungen durchzuführen oder generell einen Service. Manchmal werden die Geräte ja auch kaputt oder gehen kaputt und da müssen sie natürlich repariert werden und da muss man natürlich auch rankommen können. So, das Problem hier, ich habe jetzt die Verkleidung hier schon abgenommen. Moment, ich mache hier ein bisschen Weitwinkel. Ich habe hier die Verkleidung schon abgenommen. Normalerweise muss das ja hier alles weg. Hier ist eine Dunstabzugshaube, hier ist ein Schrank. Der muss weg, damit ich natürlich auch von hier vorne rankommen kann. Wie will ich hier arbeiten? Ich sehe noch nicht mal, was hier auf dem Display steht. Ja, weil halt dieser Schrank hier davor ist. Ich kann ja hier mit meinem Werkzeug hier kaum ran. Und deswegen sieht wahrscheinlich auch die Therme so dementsprechend aus hier. Weil da keiner Lust drauf hat, diese Therme hier sauber zu machen. Ja. Also mit erschwertem Aufwand ist es jetzt hier möglich, hier ein bisschen das sauber zu machen. Aber Reparaturen hier durchführen, das wird hier schwierig. Da muss dann halt immer dieser Schrank erstmal weg. Weil wenn jetzt hier zum Beispiel Elektronik kaputt ist, hier hinten sind Schrauben, da komme ich da schon gar nicht mehr ran. Das ist unmöglich. Also, man muss immer eine Grundvoraussetzung schaffen, dass der Handwerker da auch wirklich vernünftig dran arbeiten kann. Ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt hiermit weiterhelfen. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann lassen Sie doch bitte einen Daumen nach oben. Und wenn Sie noch weiterhin von mir Videos sehen wollen, lassen Sie vielleicht noch ein Abo da. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Tag und viel Spaß beim nächsten Mal. Ciao.